Batterien generell und vor allem Lithium-Ionen-Akkus sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Es gibt viele Formen und chemische Zusammensetzungen, die sich in Leistung, Größe und Umweltauswirkungen unterscheiden. Wie das bei Akkus von E-Autos aussieht, das schauen wir uns heute an. Bevor wir uns mit den Unterschieden von Antriebsbatterien beschäftigen, wollen wir uns erst einmal anschauen, welche Gemeinsamkeiten es gibt und wie eine Batterie überhaupt funktioniert. Eine Lithium-Ionen-Batterie besteht aus zwei Elektroden und aus der Schule wisst ihr vielleicht auch noch, wie diese heißen. Richtig, Kathode und Anode. Die Kathode besteht bei einer Elektroautobatterie aus Lithiummetalloxid und dient als Quelle für die Lithium-Ionen. Die Anode hingegen besteht meist aus Graphit und kann eine große Menge an Lithium-Ionen aufnehmen. Beide sind von einem leitenden Medium umgeben, dem Elektrolyt, der je nach Typ mehr oder weniger flüssig ist. Damit es zu keinem Kurzschluss kommt, müssen die Kathode und die Anode voneinander getrennt sein und diese Aufgabe übernimmt der sogenannte Separator. Dieser besteht meist aus einer Keramik- oder Polymerfolie. So, das waren jetzt erstmal die Basics einer Batterie und diese finden sich größtenteils in allen Lithium-Ionen-Batteriezellen. Wie sieht denn jetzt aber eigentlich die Batterie bei einem Elektroauto aus? Unterschiedlich. Hier unterscheidet man bei den Batteriezellen drei Zellformate. Es gibt runde Zellen, prismatische Zellen, also rechteckige Formen, und Zellen in sogenannten Pouchbacks. Die runden und prismatischen Zellen sind meist in einem stabilen Gehäuse aus Metall verbaut, während die Pouchbacks in einer Metallfolie eingeschweißt sind, die so ein bisschen aussieht wie Kaffeepäckchen. Und jedes dieser drei Zellformate hat auch seine Vor- und Nachteile. Die Pouchzellen haben eine hohe Energiedichte, sind jedoch in puncto Stabilität und Druckbelastung im Nachteil. Die runden Zellen haben ebenfalls eine hohe Energiedichte und sind stabil, müssen jedoch aufwendig gekühlt werden und haben aufgrund ihrer Form Hohlräume und das sorgt daher für eine schlechtere Platzausnutzung. Die prismatischen Zellen, also die rechteckigen Zellen, sind auch stabil, sind jedoch in puncto Energiedichte von allen dreien im Nachteil. Welches dieser drei Zellformate ist denn jetzt das Beste für ein Elektroauto? Diese Frage würden wir euch gern beantworten, können es aktuell aber noch nicht. Denn es hat sich noch kein eindeutig bestes Zellformat für ein Elektroauto herauskristallisiert. Dieses Thema beschäftigt aktuell ganze Forschungsabteilungen. Die Form der Zelle ist das eine, was drin ist das andere und auch das Entscheidende. Und hier wurden in den letzten 10 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Energiedichte von Lithium-Ionen-Akkus wurde um das 3- bis 4-fache gesteigert und die Forschung arbeitet mit Hochdruck an weiteren Optimierungen. Dabei spielt die Zusammensetzung der Zellchemie eine wesentliche Rolle. Und die gängigste Zellchemie, die in Batterien zum Einsatz kommt, ist die NMC-Zelle. Und das steht für Nickel, Mangan und Kobalt. Lange Zeit hatten diese Zellen den gleichen Anteil an NMC und wurden daher auch NMC-111 genannt. Mittlerweile geht die Entwicklung aber hin zu NMC-622 oder sogar NMC-811, wobei der Nickelanteil zunimmt und das teure und kritische Kobalt sukzessive ersetzt wird. Zunehmend populärer werden sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Akkus, kurz LFP. Bei diesen besteht die Kathode aus Eisenphosphat und nicht aus Kobaltoxid wie bei der NMC-Zelle. Das heißt, LFP-Zellen sind kobaltfrei, preiswerter, langlebiger und robuster in ihrer Lebensdauer und Brandsicherheit. Allerdings sind sie schwerer, haben eine geringere Energiedichte und sind empfindlicher gegenüber Kälte. LFP-Akkus sind inzwischen die Wahl für günstigere Elektroautomodelle. Es gibt aber noch eine weitere spannende Entwicklung: Elektroautos mit Natrium-Ionen-Akkus. Diese sind noch kostengünstiger, sehr kältestabil und erfordern keine knappen Rohstoffe, denn Natrium ist nahezu unbegrenzt in vielen Ländern verfügbar. Allerdings ist die Energiedichte geringer als bei Lithium-Ionen-Akkus. So, das war jetzt eine ganze Menge Chemie und als Laie ist es gar nicht so einfach, da am Ball zu bleiben. Nun wollen wir aber mal einen Blick in die Kristallkugel werfen und schauen, was die Batterien der Elektroautos in den nächsten Jahren für uns bereithalten werden. Eins schon mal vorweg, man kann davon ausgehen, dass NMC- und LFP-Zellen weitere Optimierungen erhalten hinsichtlich Kosten und Energiedichte. Es kann davon ausgegangen werden, dass Lithium-Ionen-Akkus auch in den kommenden Jahren die erste Wahl bei Elektroautos sein werden. Extrem spannend ist die Weiterentwicklung der Natrium-Ionen-Batterie. Diese hat tatsächlich das Potenzial, die Elektrofahrzeugbranche in den nächsten Jahren zu revolutionieren, insbesondere wenn Kosteneffizienz höher bewertet wird als eine hohe Energiedichte. Über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist der sogenannte Feststoffakku.
Diese Technik gilt seit Jahren als Zukunftstechnologie und wird auch gerne als Wunderakku gehandelt. Feststoffbatterien haben eine extrem hohe Energiedichte bei niedrigen Kosten. Sie wären schnell zu laden, hätten eine lange Lebensdauer und ein hohes Maß an Sicherheit. Aber bisher hat es noch kein Hersteller geschafft, diese Technologie marktreif zu machen und vom Labor in die Serie zu bringen. Es bleibt daher abzuwarten, ob und wann Feststoffakkus auf den Markt kommen werden. Spannend, nicht wahr? Es gibt da echt einiges zu berichten und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch noch viel kommen. Bleibt gerne also dran. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt uns doch gerne ein Like oder ein Abo und kommentiert auch gerne, falls ihr noch Fragen habt. Ich freue mich, von euch zu lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.